Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei den englischen Panzern. Und ich habe es in der letzten Folge erzählt, in der Folge 6. Ich will hier den Cromwell 1 mal austesten. Und ich bin scharf auf den Firefly und den 3-Inch Gun Carrier und die Churchills. Oder die will ich haben. Und auch den Archer und den Achilles will ich gerne mal ausprobieren. Oder? Da gibt es ja schon ein paar geile Teile noch. Und ihr wisst, ich bin ja recht überzeugt von den englischen Panzern. Die liegen mir einfach, weil es ist, ihr habt es gesehen, da letzte Folge habe ich es gezeigt. 57 fährt dieses Teil. Und der Cromwell 1 fährt sogar irgendwas um die 70 rum, oder? Und das ist natürlich geil. Absolut geil. Und die Panzerung ist auch nicht schlecht. Und auch die Bewaffnung ist nicht schlecht. Allerdings, der Cromwell 1 hat da nur noch ein 5,7 cm Geschütz. Und kein 7,5. Und das wird sich natürlich bemerkbar machen bei gewissen Zielen. Oder? Weil die kann ich da nicht mehr durchdringen. Also da werde ich dann vielleicht ein panzerbrechendes Geschoss laden müssen, was dann leider nicht mehr explodiert im Inneren. Weil diese Explosionen im Inneren sind ja meistens, die einem ermöglichen, einen Panzer mit einem Schuss lahmzulegen, oder? Das geht ja sonst nicht. Und wenn ihr ein Hardkerngeschoss benutzt, dann durchschlägt das zwar den Panzer, tritt aber auf der anderen Seite oft wieder aus. Und wenn ihr dann nicht das Magazin trefft oder so, dass ihr da eine Explosion verursachen könnt, dann nützt euch das nicht so viel. Dann habt ihr zwar einen Durchschuss gemacht, ah, danke für Schubsen. Da war mal ein guter Schubser. Ich will da runter. Wobei halt, auf dieser Seite ist es nicht gut. Nein, da werde ich abgeschossen. Das weiß ich. Ich bin hinter diese Kuppe da und mich da hoch düdeln da zur Burg. Weil man wird da, und ich bin viel zu lange sichtbar, wenn ich da nach vorne gehe auf oder übers Feld. Habt ihr gesehen, wenn ich ja von der anderen Seite her schieße, mache, kämpfe, dann kann man da schon mindestens zwei, drei abschießen, wenn die nach vorne kommen. Ich merke gerade, ich bin schneller wie der T-50 hier. So, komm. Denen ein bisschen Ziele bieten. Vielleicht schießen sie ein paar Mal für nichts. Genau, da ist der Eingang. Lasst die Falltore herunter, wir kommen. Ich muss da aber aus dem Weg gehen, Kerl. Komm, geh aus dem Weg. Ich will da rein. Jetzt müssen wir nämlich schnell... Oh, scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt müssen wir nämlich schnell... Hey! Jetzt müssen wir nämlich schnell machen. Sonst sind die anderen schon da. So, komm. Besetzt den Punkt, Leute. Besetzt den Punkt. Bevor es die anderen tun. Geh weg. Geh weg, bitte. Geh weg. Verdammt. So, jetzt. Jawohl. Oder man muss ja auch schnell genug sein. So, wenn die jetzt hier hochkommen. Ah, kommt da schon einer? Ja. Was ist denn das für ein Gerät hier mit dem Funkteil? Seht ihr das? Das Funkteil, was er da, die Funkantenne, die er da hat. Komm doch mal hoch, bitte. Sonst komme ich dich holen. Jetzt kommt er. Hab ihn. Ich muss ihn noch ein bisschen. Komm nochmal. Jawohl, kritischer Treffer. Jetzt noch ein bisschen nach links. Jawohl. Der war gut. Der hat gesessen. Und das Coole ist halt, wenn man hier sitzt, dann wird auch nachgeladen von selber. Finde ich ganz praktisch. So, du kriegst auch noch was. Oh shit, der sieht mich, aber ich ihn nicht. Offenbar. Ich hab's gemerkt, oder? Der konnte mich beschießen, ich ihn aber nicht. Und jetzt spielt halt die Agilität eine Rolle. Der hat nämlich meinen Schützen weggeballert. Ich habe das immer falsch erzählt. Ich habe immer gesagt, das wäre der Fahrer. Das stimmt aber nicht. Ist der Schütze, das Zeichen. So, jetzt holen wir den da unten. Komm, solange wir noch können. Wo ist er denn?
Nochmal, 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 nochmal. Komm, 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 komm. Nochmal, 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 nochmal. Jawohl. So, und jetzt weg. Ja, da kommt nämlich auch einer. Genau. Mit seinem Kackflakpanzer da. Jetzt. Der ist nicht dumm. Weißt du was? Nimm doch das von mir. Aber die Idee hat er leider auch gehabt. Komm, ich will weg hier. Ich will weg. Bevor es einschlägt. Ah, shit! Jetzt wollte ich gerade noch weg. Jetzt stehe ich natürlich ganz toll, oder? Man kann mir den Arsch wegschießen und ich kann nicht wegfahren. Ich glaube, da kommt auch was rein. Komme ich da durch die Mauer? Nein, oder? So, lass mich wegfahren. Bitte lass mich wegfahren, bevor ich tot bin. Uiuiuiui. Weg, 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 weg. Der kommt da hinter der Mauer vor, glaube ich. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Hey, hör auf zu schieben. Bitte. Wo sind sie denn? Da unten. Da ist auch noch einer. Ja, schon wieder. Wo darf ich mal irgendwo stehen bleiben? Verdammt. Weißt du was? Hau das wenigstens noch raus hier, wenn du kannst. Ah, shit. Hat einer die gleiche... Okay, dann stell dich hinter die Mauer. Dann kriegst du wenigstens nicht alles ab. Da ist einer. Jawohl. Super. Supi. Supi. Okay. Und jetzt sind die wohl hinter mir, hä? Warte mal, wo muss ich hinrichten? Da, da unten. Stell dich hinter die Mauer, komm. Stell dich hinter die Mauer. Und zwar hinter diese Mauer dort. Schnell, schnell, schnell. Ja, was Scheiße. Ja, das war abzusehen. Das war auch blöd von mir. Das hätte ich hätte hinten durchfahren sollen. Da mit seiner Panzerkanone. Da hat auch ein lächelndes Gesicht drauf gemalt. Ihr habt es gesehen, oder? Hat er so ein Grinsemann hat er da drauf gemalt. Guck dir mal, was da alles hochkommt. Oh, verdammt. Dreh mal, komm. Ah, dreh mal die Maschine, komm. Der kommt normal. Der kommt normal. Vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Nein, oder? Ich hole den vielleicht so. Komm. Oder vielleicht könnte man da was helfen. Kürzt doch mal den Weg. Jawohl. Wo ist der andere? Da war doch noch ein Jäger gerade. Der über mir. Ja. Wo ist er denn? Ja, ja, ja. Er sieht mich. Okay, dann mach hier das da. Und... Quatsch!
Weil der hat ja keine Deckung nach oben, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Mache ich ja normalerweise nicht. Ihr wisst warum. Wegen den Löwen. Aber ich dachte, der hat ja keinen Turm. Also der ist von oben nicht geschützt. Allerdings konnte ich ihn nicht killen wirklich. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht wegpusten. So, ich sehe den nicht wirklich. Da ist einer. Kann ich den beballern? Hallo, wieso geht das nicht? Aha. Oh, super. Wie ist das jetzt? Das kam von hier drüben, oder? Ja, ja, wieder so einer. Besatzung. Aha, durch die Schlitze. Guter Schuss, mein lieber Jonathan. Das hast du gut gemacht. Das muss ich dir lassen. Das war ein wirklich guter Treffer. Also ich habe da ja auch kein Problem damit, die Feinde zu loben. Weil gut gemacht ist ja völlig egal, ob von unserem Team oder nicht. Sondern ist einfach, wenn es einer gut macht, dann macht das gut. Punkt. So, hier könnte ich mich vielleicht, da bin ich ja auch noch nie gestanden. Wie bist du denn da? Tja, Platz 3. War auch schon besser, aber Platz 3 liegt drin. Ist okay, kann ich damit leben. Alles so um 5 rum finde ich gut. Ja, ihr seht, ihr habt's gemerkt. Ja, ich krieg sowieso, seht ihr, die 200.000, kannst du vergessen. Ich krieg wieder diesen Gutschein-Dreck oder 2.500. Es ist jedes Mal dasselbe. Es ist, ich habe ihn erforscht. Ich habe ihn erforscht. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt werden wir diesen Dreck hier austauschen. Du wirst den... Ach, jetzt muss ich... Oh Mist, ich muss die Mathilda zuerst. 4 cm. Das würde ich ja gerne auslassen. Valentine. Der fährt auch nur 26. Und ich will aber den hier haben, wenn schon eigentlich. Was hast du? Ein Earlycon-Geschütz? 2 cm Earlycon. Aber der taugt nicht viel. Wobei, was kostet der? 9200. Aber den kann ich für nichts verwenden. Also, erforscht die Mathilda. Und dann tauschst du den hier bitte aus. Weil das ist eh ein Scheißdreck. Wie heißt er denn jetzt hier, der neue? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ach, da oben wahrscheinlich. Mark 4. Mark 4? Nein. Valentine? Nein. Wo ist er denn jetzt? Ich habe doch jetzt einen erforscht hier. Da, den Chrome. Ach, muss ich ihn erst kaufen. Ja, logisch. Hä? Bestellen. So. Kauf du mal. Und dann, genau, den hier. Ah, ich kann noch nicht. Ach, schade. Jetzt wollte ich den zeigen. Jetzt wollte ich den zeigen. Mir fehlt's Geld. Und zwar fehlt mir die Hälfte vom Geld. Ich brauche noch 8000. Und das kann ich hier nicht in einer Runde einspielen. Das heißt, ich muss eine Runde Deutschland spielen. Oder Flieger. Sonst schaffe ich das nicht. Vitalität. Okay, der braucht halt auch. Hast du auch schon... okay. Erstmal Kommandant. Genau. Erstmal dies. 2. Der Ladeschütze und der Kommandant. Die sind mir wichtiger, dass die am Leben bleiben. Habt ihr ja sonst noch was in Sachen Besatzung? Jawohl. Vitalität. Zeig mal die. Das sind die zwei. Die drei wichtigen. Genau. Und dann hier Agilität. Vitalität. Ja, der Fahrer kriegt es ja meistens ab. Einer neben dem Richtschützen oft einer, der am schnellsten drauf geht, oder? Und der Valentine, da hat es auch noch was. Gut, zeig doch mal schnell. Agilität, Agilität, da ist es schon gemacht. Agilität. Überall nur. Okay, dann tausch mir bitte. Ah, Feldreparatur. Gut, gut. Okay, also dann versuchen wir hier diese 8000. Da habe ich eine Chance, diese 8000 einzuspielen. Das werde ich mit dem Engländern fast nicht zu machen, oder? Weil ich einfach rangtechnisch zu niedrig bin. Aber ihr seht bestimmt auch gern den Tiger, das weiß ich doch. Das seht ihr ja selber auch gern. Bei den Strolch. Also wir werden Strolch und Paula ins Gefecht schicken. Ihr wisst, ich schütze das auch. Ich werde versuchen, sie zu schützen. Aber ich werde sie, Paula und Strolchi, werde ich ins Gefecht schicken. Oder hier der Strolch. Das ist wirklich ein Strolch. Halt!
Was ist das für eine Karte? Ist das eine Winterkarte? Ja, halt, brich nochmal ab. Ich will einen Winterskin. Zeig doch mal irgendeinen Winterskin. Das weiß ich leider nicht mehr. Skin Winter. Das ist ein Winterskin. Ich weiß nicht welcher, aber es ist ein Winterskin. Wollte ich ja letztes Mal schon machen, ihr wisst. Hab ich dann irgendwie wieder. Genau, das ist einer meiner Winter. Ich habe verschiedene. Das ist einer meiner Winterskins. Der ist ein bisschen besser. Wie soll ich sagen, ein bisschen besser versteckt. Allerdings macht es hier nicht so, spielt hier nicht so eine Rolle. Im realistischen Mode oder in der Simulation, da wird es eine Rolle spielen, weil dann wird er wirklich, man sieht ihn dann wirklich schlechter und das ist natürlich wichtig. Oder wenn ich jetzt so vergleiche mit so einem grünen, dann fällt es halt schon weniger auf. Das ist ein Tiger. Schießt mir da jemand in. Ah, stell doch mal auf, da bist du wieder so ein Spasti. So, hier, jetzt kann ich dich erwischen, oder? Hoffe ich. Krieg den. Ah, doch. Hört auf zu schieben. Dominus. Jetzt versaut er mir noch den Schuss, oder? Also, ich habe jetzt zum Glück trotzdem getroffen, aber. Oft versaut einem das der Schuss, diese blöde Schieberei. Aber er traut sich was. Das muss ich ihm lassen. Oh, halt! Wo seid ihr? Wo seid ihr, verdammt? Jetzt werde ich gleich getroffen. Das ist er! Das ist dieser Paar. Hört auf! Haut ab hier hinten, verdammt! Hau ab, du Arsch! Du lässt mich nicht weg! Du Dominus! Ich werde noch abgeschossen wegen dir! Verdammt, das hasse ich! Er sitzt mir doch gleich auf den Arsch drauf! Dann kann ich überhaupt nicht mehr weg, oder? Das wisst ihr doch auch, dass man sich nach dem Schuss zurückziehen muss. Blöde Nuss, wirklich, das macht man doch auch nicht, sowas Blödes. Oder, aber nach dem Schuss muss ich doch zurück, verdammt. Ich hasse, oh Kerl, du bist so ein Idiot, jetzt fahr weg. Wie soll ich mich denn verdrücken? Also verdammt, du spielst doch nicht zum ersten Mal mit deinem Panther. Das solltest du doch wissen, dass wenn man geschossen hat, dass man dann weggeht. Jetzt fahr mir nicht wieder auf den Arsch, sonst werde ich langsam sauer. Das macht er das schon zum dritten Mal. Kostet mich doch nur das Leben. Kann ja auch nicht in deinem Sinn sein, oder? Wenn ich drauf gehe. Also so, wirklich sowas hasse ich. So, wo bist du denn? Krieg dich gar nicht ins Ziel. Ja, genau, geh vorbei. Oh, das ist. Wie heißt du denn? Zabuika! Das solltest du doch wissen, wenn du schon einen Panther hast, dann spielst du doch nicht ersten Tag. Da musst du doch wissen, dass man das nicht macht. Oh, Leute. Oder ich will meinen Tiger nicht verlieren wegen solchen Leuten. So, tschüss. Oder? Das tut dann weh, oder? Also wenn ich selber vergeige, okay. Aber wenn ich es quasi vergeigt bekomme, dann ja, oder? Ist das nicht so toll, ey. So, komm, dich erwische ich. Aber zu tief. Zu hoch. Die könnte ich vielleicht sogar durch die Wand erwischen. Jawohl! Oder man muss sich ja wieder in Deckung stellen, solange. Das dauert ja hier eine Weile, bis es geladen ist. Kommst du hier unten raus? Oh, er merkt, er hat mich jetzt richtig sauer gemacht, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Der spielt doch nicht zum ersten Mal, oder? Wenn er einen Panther erspielt hat, dann spielt er doch schon eine Weile und dann weiß er doch sowas, oder? Der kostet mich doch das Leben, oder? Solche Leute. Die kosten dich dann deinen Panzer. Wieso kann ich den nicht markieren? Ah, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich den nicht markieren? Ich wollte versuchen, auf den zu feuern. Da, den da. Ich habe ja ein gutes MG hier. Jawohl! Und tschüss! So, und du auch, komm. Oh, der ist zu schnell. Den kann ich mit dem Rohr gar nicht verfolgen. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht so einen Blödsinn mache und mich vor seine Mündung stelle, sonst kann er nämlich nicht feuern.
Aber ich komme leider nicht den Berg hoch. Das tut mir jetzt leid für dich. Das macht das nur sehr ungern, was ich jetzt mache. Aber das geht jetzt leider nicht anders. Sonst komme ich hier gar nicht hoch. Ja, war mir klar. Ja, kam gar nicht mehr dazu. Kam gar nicht mehr dazu, auf den zu schießen. Und es war vielleicht auch ein klein wenig dumm von mir. Hier gibt es so viel Flieger, ich versuch's mal. Es war vielleicht auch ein bisschen dumm von mir. Ich hätte wahrscheinlich vorwärts wegfahren sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Oder? Was? Wir sind bereits bescheuert. Habt ihr gehört? Nein. Er hat bereits gefeuert, hat er, glaube ich, gesagt. Aber es klang ein bisschen wie, wir sind bereits bescheuert. So, und jetzt, wo ist der andere, den ich da gerade gesehen habe? Da. Ja, super. Hat er mich schon. Ich bin so gut wie tot. Weil jetzt mit dem nächsten Schuss... bläst er mich weg. Ich kann nicht schießen, weil mein Schütze am Arsch ist. Ich kann auch nicht wegfahren. Ich kann nur, genau, ich kann nur darauf warten, dass ich sterbe. Ich hätte mich gar nicht bewegen dürfen. Ich hab's gemerkt. Ich hätte da gar nicht raus dürfen, aus der Kuhle raus dürfen. Oh, ich darf nochmal. Super. Ich habe noch Gutscheine. Ah, das sind die Gutscheine von vorhin. Jetzt bleibe ich da unten stehen und verdrück mich sogar eher ein wenig. Komm, fahr doch mal weg hier. Das hat keinen Wert. Du gehst hier nur drauf, meine liebe Paula. Und jetzt hat es natürlich keine Flieger mehr, oder? Ist ja klar. Jetzt. Ah doch. Ah doch. Okay. Genau. Feuert auf die Kerls. Nochmal, 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 nochmal. Wow, 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 wow. Ja, 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 ich merk's. Ach so, das kommt von hinten. Nimm den Panzer, die Flieger. Oh, du. Ja, ich kann noch nicht mal mehr zielen. Konnte gar nicht mehr zielen, habt ihr es gemerkt, oder? Die waren alle tot, weil von oben in den Kessel reingeschossen, oder? In den Turm reingeballert. Oh, da hat er wohl meine halbe Turmbesatzung gekillt. So, es hat aber die, okay, die 8000 habe ich. Das ist gut, die wollte ich, ihr wisst es. Platz 3. Gut, gut. Oder weil, hast du was? Kannst du was machen hier? Ja, super. Richtschütze, vielleicht. Zielfindung. Ja, genau. Schneller andingsen, anvisieren. Das kann man immer gebrauchen. Und hier vielleicht noch. Nein, das gebe ich nicht aus. So, nochmal schnell zu den Engländern. Oh, die Besatzung, Dingsen da. Wo habe ich ihn hingepackt? Hier. Wechsel mal das Fahrzeug bitte. Und das war der Mark. Hä? Nee. Wo ist er denn jetzt? Da, Cromwell, nein. Cromwell 1. Doch, das ist er. Habe ich keine 16.000? Ach so, bitte. Ja, ja, klar, Reparatur und so. Ja, ja, klar. Ja, dann im nächsten Video. Seht ihr das? Dann werden wir dann den anderen mal ausprobieren, oder? Den Mark II, hä? Oder war es der Mark II? Ist jetzt kein Scheiß erzählt. Den Cromwell 1, genau. Der ja so schnell ist. 72 fährt der. Das ist der Hammer, oder? Das ist ein brutal schnelles. Der wird dann auch das. Der kriegt dann die Grashüpferbeschriftung zurecht, oder? So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da mitgeguckt habt bei meinem... Oh, das ist ein cooles Ding. Da stehe ich drauf. Ich kann euch vielleicht mal zeigen, was ich da... Ich habe da wirklich geile Skins. Ganz eine Riesenmenge Skins habe ich da. Zeige euch mal ein, zwei davon. Irgendwas. Seht ihr da, oder? Da Strolch. Da habe ich auch ein Mausi. Habe ich auch noch. Das hier ist die Mausi. Oder? Da hier.
mein Schätzchen, die Maus, das Mausi. Finde ich ein cooles Ding. So, den lassen wir auch drauf, oder? Das Mausi. Finde ich cool. Finde ich absolut cool, da die Skins. Ich habe eine Menge, ich kann euch dann noch ein paar mehr zeigen. Für alle deutschen Panzer habe ich verschiedene Skins. Und auch für ein paar englische. So, und das war's wieder für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.